Hallo, willkommen zurück zur neuen Folge Cyberpunk 2077. Und ja, hier sind wir in der letzten Folge stehen geblieben. Zuleika. Du bist spät dran. Ich habe unterwegs jemanden aufgelesen. Jemand vom Studio? Erinnerst du dich an deinen letzten Brief an mich? Er ist genauso, wie du beschrieben hast. Wie? Das ist Zuleika. Wie? Freut mich. Mhm. Bist du mit Joshua befreundet? Eher eine flüchtige Bekanntschaft. Mama ist noch nicht wieder da. Wir können drin auf sie warten. Kommt rein. Beeilt euch. Ich warte draußen. Du siehst aus, als ginge dir die Warterei ziemlich auf den Sack. Verpiss dich! Bitte, setzt euch. Kann ich euch was anbieten? Einen Drink? Ich brauche nichts. Danke. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein Gott. Amen. Zuleika ist die Schwester des Mannes, den ich umgebracht habe. Sie hat mir Briefe geschrieben, als ich hinter Gittern war. So haben wir beide zueinander gefunden. Durch Vergebung. Warum sind wir hier? Worauf warten wir? Sag mir, wie glaubst du an Gott? Nein, tue ich nicht. Zuleika und ich waren uns über etwas uneinig. Vielleicht kannst du uns ja Klarheit bringen. Oh nein! Das sollten wir wirklich nicht hier besprechen. Religiöse Debatten. Nicht mein Ding. Da gibt's keine Debatte. Diese Braindance-Studio-Hyänen haben Joshua überredet, eine Hinrichtung gegen eine andere zu tauschen. Seine Kreuzigung! Er will, dass alle seine Qualen erleben. Den ganzen Schmerz und das Leid. Das ist durchgeknallt. Nichts weiter. Es ist viel schlimmer als das. Blasphemie. Zuleika hat mich zu einem Kind Gottes geformt. Es wird Zeit, dass ich ihr dafür danke. Ich möchte allen kundgeben, dass die Liebe existiert. Und zwar so, dass all die Verlorenen dieser Welt es verstehen. Wieso Liebe? Wenn bedingungslose Liebe existiert, dann gibt es auch einen Gott. Die Welt muss nur an seine Existenz erinnert werden. Denk an die Millionen, die wie Vieh an ihren Feeds hängen. Die Kinder, die inmitten von Gangs aufwachsen. Wissen sie, was Liebe ist? Denk an die Joy Toys in der Jig-Jig Street. Zugekokste Konzernratten in ihren Büros, Mörder auf den Straßen. Ich will und werde sie erreichen. Denk an bezahlte Killer wie dich. Wie? Kennst du die Liebe? Weißt du, was sie ist? Mutter ist da. Joshua Stevenson. Wie unerfreulich. Und wer sind Sie? Ich bin Vee. Geht. Ihr seid hier nicht willkommen. Mrs. Ella Ma. Ich bin hier, um Sie um Vergebung zu bitten. Du hast meinen Sohn ermordet. Das ist etwas, das ich nie vergeben kann. Ich bereue den Schmerz, den ich verursacht habe, zutiefst. Raus aus meinem Haus! Sofort! Geht einfach! Raus! Alle zusammen! Wir sollten gehen. Jetzt. Bitte, Mrs. Elama! Mörder! Ist okay.
geht einfach. Du hast mir meinen Ruben genommen. Mein Kind, meinen Sohn. Okay, zurück zum Auto. Okay, jetzt müssen wir wieder einsteigen. Ich wünschte, ich hätte mit Gloria reden und ihr alles erklären können. Irgendwie dachte ich, dass sie mir vielleicht doch noch vergibt. Wir sollten was essen. Ich verstehe sie. Es ist nicht leicht, dem Mörder des eigenen Sohnes zu vergeben. Stevenson, wir wussten doch alle, wie das endet. Wenn ihr die Sünden erlascht, denen sind sie erlassen. Wenn ihr sie behaltet, sind sie behalten. Willst du das wirklich? Dich ans Kreuz nageln lassen? Ja, das ist etwas, das ich einfach tun muss. Wenn mein Vorhaben nicht die Welt erschüttert und uns aus diesem Albtraum holt, wird nichts das schaffen. Okay, wir überspringen die Reise mal wieder. Bring Stevenson rein und besorg uns einen Tisch. Okay. Ich muss mit unserem blinden Passagier reden. Ja. Kannst du vergessen. Sorry. Warte noch. Ich muss mit dir reden. Also, was hältst du von unserem nächsten BD-Superstar? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Lass es mich dir erklären. Stevenson ist ein gestörter Mann, dessen Schuldbesessenheit ihn an den Rand des Wahnsinns getrieben hat. Wenn du ihn für so verrückt hältst, warum ist er dir dann so wichtig? Weil er etwas besitzt, das nicht leicht zu kriegen, aber extrem begehrt ist. Man nennt es Authentizität. Sein Hirn mag im Moment in Scheiße schwimmen, aber er glaubt felsenfest an das, was er sagt. Klingt nach dem perfekten BD-Schauspieler. Einer, der auf keinen Fall die Show vermasseln wird. Stevenson könnte für unser Studio eine wahre Goldgrube sein. Und was kümmert mich das? Du fickst mit seinem Verstand, stellst einfach zu viele kritische Fragen. Du wächst Zweifel in ihm und könntest damit mein Kapital aufs Spiel setzen. Deshalb zahle ich dir das Doppelte von dem, was er dir versprochen hat, damit du jetzt gehst. Tu's nicht, Vee. Meine Antwort ist nein. Wieso habe ich das Gefühl, du kapierst nicht, was ich dir hier anbiete? Doch, das tue ich. Gehen wir rein. Nicht übel für einen beschissenen Dieb. Konzernratten. Glauben, die können alles mit Eddies lösen. Und du hast dir das Gegenteil bewiesen. Mach sie nur nicht sauer, sonst beißt sie noch. Na okay, dann gehen wir mal hier rein. Jede Art von Arschloch. Dieser Jesus-Scheiß zieht bei mir nicht. Wenn du auch nur daran denkst, abzuhauen, schieße ich dir die Birne weg.
Du wirst nicht fürs Reden bezahlt, Vasquez. Dieser Vasquez ist echt eine harte Nuss. Selbst für einen Bullen. Er ist ein Gewohnheitstier. Wie so viele Menschen. Können wir bitte über was anderes als Gott reden? Josh, das ist dein Abend. Thema, Vorschlag? Ich weiß nicht. Ich habe seit Jahren mit keinem mehr geredet. Okay, wie wär's hiermit? Was machst du zum Entspannen? Also, ich lese die Heilige Schrift, gucke Brandonses und Filme. Kennst du das Remake von Badlands Raid? Ein Original bleibt ein Original. Ist 10-mal besser. Okay, das reicht. Stevenson darf jetzt nicht abgelenkt werden. Er muss sich konzentrieren. Ja, du, ich rede mit dir. Bist du... Klappe, wir unterhalten uns gerade. Also zieh Leine. Wie bitte? Mach dir endlich klar, worum es hier geht. Dieser Mann erschafft morgen sein Meisterwerk. Er muss sich konzentrieren, seinen Kopf freikriegen und die Performance seines Lebens hinlegen. Es gibt keine 2 Takes. Josh? Ich möchte mich jetzt ausruhen. Perfektes Timing. Dein Job hier ist erledigt, du kannst gehen. Und keine Sorge, du kriegst dein Scheißgeld. Leb wohl, Vee. Und die wirklich besten Köche des Universums. Willst du den Alltagsstress vergessen und auch ins Paradies? Warte keine... Reife Leistung, Vee. Echt guter Move. Was hältst du von all dem? Der Typ ist völlig durchgeknallt. Und die Konzernratten nutzen das schamlos aus. Also, bereit? Dein Zynismus geht mir langsam auf die Nerven. Wir könnten ewig darüber reden und es würde doch keinen was kümmern. Die Konzerne bereichern sich weiter und die Massen bauen ihre Luftschlösser. Hey, wo ist Johnny der Rebell? Hast du ihn verloren? Hab ihn gefunden. Er steckt in dem Typen da. Er ist der wahre Rebell. Entscheide dich mal. Durchgeknallt oder Messias? Er hat den Verstand verloren, genau wie die ganze Welt. Und dein Verstand geht auch flöten, weil ich in deinem Kopf bin. Tja, wenn man die Welt retten will, ist das der erste Schritt. Ein angeknackster Verstand. Verrückter Tag heute. Irgendwie surreal. Aber die Realität ruft. Komm, wir haben noch was vor. Okay, Mission abgeschlossen und wir sind hier fertig. Scheiße, nicht gut. Okay, warte mal, ich brauche erstmal wieder mein Bike. Und das kommt hier, okay. Und dann schauen wir erstmal, was wir als nächstes für eine Mission machen. Machen wir erstmal das hier, oder? Okay, 3 Kilometer, benutze ich mal lieber eine Schnellreise. So, Ziel auswählen und dann müssen wir... Oh nein, jetzt habe ich das Falsche genommen. Das ist egal. Ich habe das doch nicht mal angeklickt, oder? Ich wollte eigentlich nur bei der Karte weiter nach oben. Okay, warte, dann nochmal Ziel auswählen und dann hier hin. Okay, wir sind da. Was ist das hier?
Naja, 16.000. Ich hab gerade mal 17.000. Nee, okay, dann nicht. Dann machen wir es mal. Das hier, würde ich sagen, oder? Okay, warte mal. 700 Meter, das ist hier drüben. Aber da kann ich auch nochmal die Schnellreise benutzen. Okay, dann erstmal hier rüber. Warte mal, wir sind beim Afterlife, oder? Warte mal, ich glaube, hier im Afterlife hatten wir schon mal eine Nebenmission, die wir schon mal gemacht haben, oder? Also eine war hier, glaube ich, immer irgendwo. Los. Bleib nett unterwegs, verstehst du? Dabei habe ich eine interessante Annonce entdeckt. Sag nichts, lass mich raten. Potenzverstärker? Oder ein Mr. Stud? Billig und wie neu. Ich bin ein seriöser Mensch, wie. Deshalb interessieren mich auch nur seriöse Angelegenheiten. Jemand verkauft ein Grimoire. Eine Ausgabe von vor dem ersten Netzzusammenbruch. Du kennst dich ja aus. Weißt, wie viel so eine Software kosten kann und wie viel sie dir einbringen könnte. Perry? Ich soll dir das Teil klauen, oder? Johnny? Nee, du musst das verdammte Ding nicht klauen. Nur kaufen. Ich zahl dir das Wie diesmal? Doppelte. Enttäuscht? Fuck, tut mir leid. Hab keine Ahnung, wie das bei euch läuft. Geht's um was Bestimmtes, Carrie? Und einen Job. Genug nachgedacht? Von der Sorte gemacht ist. Lass uns Ecke Gray und Malagra treffen. Früh morgens. Cool. Okay, mach ich. Ja, yeah, klasse, Mann. Ich schick dir die Infos zum Verkäufer. Viel Glück bei der Transaktion. Okay, haben wir direkt wieder zwei neue Nebenmissionen bekommen. Okay, wir müssen irgendwen anrufen. Deutlich. Einverstanden. Gut. Ich habe dir die Adresse geschickt. Und komm allein. Okay, warte, ich schau mal kurz auf der Map. Oder warte, wir schauen direkt hier nach, wo das ist. Okay, dann direkt wieder mit der Schnellreise. Also früher habe ich den gar nicht so oft benutzt, aber ja, jetzt die letzten Mal eigentlich schon immer, weil es halt ziemlich praktisch ist. Okay, ich glaube, wir müssen hier hoch, oder? Ah, hier. Ja. Das Grimoire, hast du's? Ja, hab ich. Es ist an einem sicheren Ort. Du willst die Koordinaten? Dann will ich mein Geld sehen. Ja, okay, ich bezahl's, oder? Obwohl, vielleicht krieg ich es irgendwie billiger. Sollst du mich zu ficken? Nein, absolut nicht. Ich will nur... Weil ich echt allergisch auf so einen Scheiß reagiere. Bin immer versucht, solche Gespräche zu beenden. Abrupt und mit Gewalt. Das wäre ein Fehler.
Ein großer. Ich will dich nicht bescheißen. Und außerdem bin ich kein Anfänger. Ich bin genauso gut vorbereitet wie du. Ja, okay. Verdammt, das stinkt 10 Meilen gegen den Wind. Aber okay. Ich glaub dir mal. Du wirst es nicht bereuen. Hoffentlich nicht. Sonst bereust du es nämlich. Darauf kannst du Gift nehmen. Hab dir eben die Koordinaten geschickt. Mhm, mal sehen. Okay, nimm die Ware aus dem Versteck. Hey, hier ist Rachel. Das Passion-Projekt, der BD? Ja. Was ist damit? Wir haben hier eine Krise. Könnten echt deine Hilfe gebrauchen. Stevenson hatte einen Zusammenbruch. Kein Therapeut kommt zu ihm durch. Kannst du herkommen? Zum Studio? Einfach um mit ihm zu reden? Ja, okay. Sicher, okay. Bin unterwegs. Er sagt, er kommt. Danke, Wee. Okay, wieder eine neue Nebenmission. Aber warte mal, Achso, warte mal, das ist jetzt die. Ja, aber könnte ich das andere zuerst machen, oder? Müssen wir noch diese Ware holen? Ja, stimmt, das haben wir auch noch. Also, das haben wir auch noch. Und wo ist jetzt das, wo ich die Ware abholen muss? Ah, hier, okay. Wo genau ist das jetzt? Achso, warte mal, das ist hier? Achso, hier drüben muss es irgendwo sein. Ah, hier drüben. Okay, ich dachte, ich muss da extra irgendwo hinfahren oder so. Fick doch die Wand an. Ein Cetatec XPR. Der muss ja 50 Jahre alt sein. Mindestens. Ich hatte einen, weißt du? War damals der geilste Scheiß. Okay, das Splittermenü öffnen und wir müssen irgendwas entschlüsseln oder so. Warte mal. Warte mal, wie genau komme ich jetzt nochmal zu den Splittern? Warte mal, Charakter? Nee. Aber da habe ich gerade gesehen, wir können was verteilen. Okay, ein Attributpunkt. Da sind wir schon auf 11 und bei den... Ja, okay. Dann gehen wir erstmal hier eins hoch auf 10. Dann haben wir noch Intelligenz auf 9. Okay, wir haben 2 Punkte. Gehen wir mal hier drauf. Erhöht den Schaden von Kopfschützen, die außerhalb eines Kampfes abgefeuert werden, um 30%. Ja, nehme ich jetzt einfach mal. Warte mal, was haben wir schon? Was ist das hier? Erhöht den Schaden durch Waffen mit Schalldämpfen um 25%, während du schleichst. Ja, okay, das kann man eigentlich auch mal nehmen. Okay, und dann... Ah, hier haben wir es. Aber wo genau ist das denn jetzt? Ich meine, ich habe hier so viel, wie soll ich das bitte finden? Ah, hier unten. Okay, Sicherheit hacken. Na, viel geschlagen, scheiße. Obwohl, warte mal. Ah, wir haben's.
Okay, kehre zu Nix zurück. Das machen wir auch noch schnell und dann gehen wir zu diesem anderen Typen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Warte mal, wo war die Schnellreise? Ah, hier stimmt, hier drüben. Okay. Dann wieder hier nach oben. Zum Afterlife. Hast du meine Eddies? Und? Hast du das Grimoire? Wie ich schon sagte, wie. Ich bin ein seriöser Mann. Der vereinbarte Betrag, alles deins. Ja, Moment mal. Nicht so schnell. Das Tablet ist viel mehr wert. Ich weiß das und du weißt es auch. Mag sein, aber ich habe dir ein Angebot gemacht und du hast es angenommen. Jeder Vertrag kann für nichtig erklärt werden, wenn eine der Parteien in übler Absicht gehandelt hat. Okay, wie du meinst. Hiermit erhältst du einen Bonus. War nett, Geschäfte mit dir zu machen. Bis dann. Wie? Ein gut gemeinter Rat. Zieh nicht solche Scheiße mit mir ab. Wirklich. Ja, okay, das haben wir aber ein bisschen mehr gekriegt. Das ist eigentlich ganz geil. Okay, warte mal, dann schauen wir wieder hier rein und machen jetzt erstmal das hier. Okay, dann müssen wir hier rüber. Wo soll ich hin? Die Straße runter, zu dem Gebäude mit dem Polizisten davor. Danke. Okay, betritt das Braindance-Studio. Hätte gedacht, du siehst professioneller aus. Egal. Geh rein. Keine Sorge, Olga. Wir klären das. Definitiv. Wir halten den Zeitplan ein. Hilfe ist unterwegs. Endlich. Na los. Stevenson fragt schon den ganzen Tag nach dir. Er ist in seiner Ankleide. Geh zu ihm. Wolltest mich sehen? Es scheint, du bist der einzige Freund, den ich habe. Was sagt das über mich aus? Was ist los mit dir? Was tue ich? Warum bin ich hier? Vielleicht bin ich ja doch verrückt. Meine Absichten sind echt und rein. Aber du verschwendest sie nur an das hier. Dieser ganze Zirkus ist es einfach nicht wert, dafür zu sterben. Es ist zu spät, ich kann nicht zurück. Ich habe solche Angst. Betest du mit mir? Irgendwas suchst du aus. Ja, okay, dann machen wir es halt mal. Okay, sicher.
lieber Gott, durch deine unendliche Weisheit und Führung bringst du uns Glückseligkeit. So bitte ich dich heute darum, für Joshua und mich. Es ist Zeit. Gehen wir. Ich hoffe wahrlich, Suleika betet jetzt für mich. Bleibst du bei mir? Bis zum Ende. Ich möchte, dass du den Hammer hältst und mich ans Kreuz schlägst. Ja, okay, dann mache ich's halt. Okay, Joshua. Ich tue es. Danke. Na dann mal los. Du musst ein paar Zeilen sagen. Nicht viel. Du musst sie nur vom Prompter ablesen. Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Okay, dann noch die andere Hand. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir sind zu Recht gestraft, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Naja, das könnte doch eine Weile dauern, bis der tot ist, oder? Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. War wohl mein härtester Gig, aber ich hab's geschafft. Was jetzt? Jetzt gehe ich nach Hause und schlafe 2 Tage durch. Ich werde mich wegen deiner Bezahlung bei dir melden. Veröffentlich den BD nicht. Die Welt sollte das nicht sehen. Das haben weder du noch ich zu entscheiden. Ich ruf dich an.
Okay, Mission abgeschlossen. Aber echt eine heftige Mission. Okay, dann gehen wir hier erstmal raus. Das hat mich aber irgendwie so ein bisschen an Outlast 2 erinnert. Okay, was ist hier los? War die vorhin auch schon da? Okay, was haben wir jetzt überhaupt noch für Missionen? Stimmt das hier? Stimmt, dann muss ich das hier kaufen. Also ein paar Sachen haben wir noch. Okay, naja, das hier... Ja, werde ich jetzt glaube ich eher nicht so fertig machen, oder? Da müssen wir noch 19 Graffitis finden. Ich glaube, so viel haben wir gar nicht mehr zu tun, oder? Aber ja, ich denke mal, das hier werden wir dann als nächstes machen. Aber gut, Leute, ich würde jetzt erstmal sagen, das war's hier mit der Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.